Wir werden so sterben. Die Kanone verlagere ich jetzt mal auch ein Stück weiter nach hinten. Okay. Na, wohl noch ein kleines Stück. So, weiter Chaos. Ich überlege gerade am ehesten, ob man nicht einen, also in dem Fall wahrscheinlich eher mich, oben stehen lässt, um den Kern zu bewachen, den einen. Für den Fall, dass die doch alle durchlaufen. Ja. Weil ich traue unseren Türmen nicht. Weil ich meine, der Kolossus wird eine ganze Weile brauchen. Naja. Mhm. Weil er sich ja an jedem einzelnen Turm auffällt, um da durchzuschießen. Hm? Ansonsten habt ihr auch euch bei, die euch immer noch mit dem Sterben abwechseln könnt. Ja. So, einen Turm frei hätten wir noch. Ich hab noch 5 Punkte. Das trifft sie etwa 890. Die Frage ist nur, was machen wir noch mit den restlichen Punkten? Alles mögliche upgraden. Eine ACP hier unten. Ja, wir könnten eigentlich die ACP und den Slow von unten auch nach hinten verlegen, oder? Ich weiß nicht. Weil die sterben also, ja auch dann innerhalb von... Also der Slower macht wirklich nur Sinn in der Nähe von Sachen, die... Also von vielen Türmen. Ja. Nur in dem der ACP macht der Slower sehr wenig Sinn, finde ich. Ja, dann... Stellen wir sie da hinten hin. Irgendwo. Eigentlich würde eine Slower hier recht viel Sinn machen. Aber wir passen nicht mehr. Slower. Slower hat eigentlich eine gute Range. Wie wir diesen witzigen Bereich, der sonst nur mit so 2 mickrigen Gatlings zugepackt war, jetzt einfach mit allem zustopfen. Hier kommt doch alles vorbei. Ja, da war sie sogar mehrmals. Also ich bin sicher hier unten. wie komme ich wieder raus? Gar nicht. Hep. So, bin draußen. Wow! Da habe ich außerdem den Fan getroffen. I hit the fan. Okay. Like Joghurt. Wir könnten auch... I did. Anstelle des Blitzturms einen Slower hintun und einen Blitzturm dann irgendwo anders hin. Ja, Blitzturm ist halt hier an der Kante, aber doch, Slower macht recht schnell Sinn. Wer hat den? Ja. Ich hab einen Slower. Nee, so geht's nicht. Okay. So, ja. Der Slower macht hier wirklich sehr viel Sinn. Was stand da eigentlich, bevor der ACP da stand? Der stand die ganze Zeit schon da, ne? Was war die ACP wo? Der hier, da stand vor der Gatling. Ah. Die kannst du noch einmal aufwerten übrigens. Kann ich das? Mach ich. Jo, ist drei. Ach so. Gut. Haben wieder 3 Türme frei. Es wird nicht besser. Ansonsten würde ich sagen, hier das große L an dem, die große Mauer hier, die wir haben, wo nur dieser eine Slower steht und dieser langweilige Blitzturm. Ja. Da kann man bestimmt auch noch gut eine Schadenslänge draus machen, theoretisch. Hm. Ja. Wenn man da noch, keine Ahnung, noch einen Raketenturm hinsetzt. Ich bin irgendwie ein Freund von denen. Also wie ich ein Freund von den Blitztürmen bin. Das stimmt. Eine Amt vielleicht? Nee, ja. Eine Amt? Nee. Das ist hier Längsbereich, der trifft zu wenig Türme dabei. Ich würde fast sagen, hier an der Kante macht noch ein Drohnenturm Sinn, weil der ja auch noch schießen kann, während die am Kern sind. Also noch Zusatzschaden macht. Ja. Hm. Und überhaupt, ist immer so das Gedanke. Der schießt auch bis zum Kern weg, wenn man den hier platziert. Was, ein Raketenturm? Ja, ja, wunderbar. Der nimmt den ganzen Kern ein, wenn man den ein bisschen vergrößert. Wenn er da steht, wo er jetzt. Dann mach mal. Ja, ich brauche Punkte. Achso. Wie viel? Ja, gib einfach. Du kannst den Rest ja wiederkriegen. So, gut. Ich bin nicht so wie Markus. So, upgraden kann ich ihn aber nicht. Ja, mache ich dann. Okay. Mir fehlen nämlich 4 Punkte dafür. So. Gut.
gut, damit hätten wir jetzt alles voll. Damit haben wir jetzt auch... Nee, einen Punkt haben wir noch. Nee, wir haben 15 bei mir. Wir haben 14 bei mir. Jetzt 14 von 15. Jetzt sind's 14 von 15. Bei mir waren es gerade 15 von 15. Lol. Seltsam. Okay. Wohin? Irgendwas mit Projektilen. Eine Kanone vielleicht noch. Also eine Standardkanone. Wohin? Beim Slower. Warum höre ich mich eigentlich in der Zeit ständig selber durch irgendein Mikrofon von irgendwem? Sollte man vielleicht nicht sein, weil die Schwelle höher steht. Ja, nicht bei dir. Ich glaube nicht, dass es bei dir war. Ja, bei mir auch nicht. Ich habe Headset. Da dürfte gar nichts. Du findest. Was finde ich? Irgendjemand hatte gerade einen Satz angefangen mit du findest. Also mit ich finde. Also, ich finde, hier passt da so ein normaler Kanonenturm hin, wo gerade die Gatling leuchtet. Ach so, ja, stimmt. Da wollte ich zu sagen, dass das hier jetzt, glaube ich, reicht für die 5 Kämpfer. Wir haben die 15 Kämpfer immer noch nicht abgedeckt. Da hinten stehen 2 Türme, eine Gauss und eine Kanone. Also das hier wird auf jeden Fall reichen, das stimmt schon. Wir gehen mal nach da hinten wieder, ja. Man muss auf jeden Fall noch einen Turm nehmen. Irgendein richtig starker für Kämpfer. Na guten Stelle. Ansonsten im Zweifel immer im Zweifel Raketenturm, weil da brauchst du die Stelle nicht so gut zu finden. Wir könnten hier auch eine Gauss hinstellen. Da steht doch schon eine Gauss. Ja, die Gauss schießt so langsam. Eben. Ja, entweder Gauss oder Raketenturm, weil die trifft dann bis zum Kern. Bis zum kaputten Kern. Ich würde fast sagen Raketenturm. Wohin genau? Guck, was von der Range her am besten passt. Auf mich, wenn das geht, wenn die Range reicht. Range, wo soll die Range denn hinpassen? Bis zum kaputten Kern. Nee, das schafft die nicht. Nicht? Gauss schafft es. Ja, die Gauss ist doch was einiges größer als ein Raketenturm. Ja, der mit kommt, Upgrades. Mit Upgrades sollte der an den Rand des Dings rankommen. Das hier. Das schon. Da der Flächenschaden macht, das sollte knapp reichen, ja. Wir können den Block ja auch noch vorne platzieren. Ein Stück. So viel Weg macht er ja nicht aus. Ja, stimmt. Na, wenn wir den hier hinstellen und dann hier vergrößern, dann hast du den ganzen Wegbereich auch noch mit drin. Stimmt. Also der macht hier schon am meisten Sinn. Ja, lass mal hier stehen. Nochmal upgraden. Dann können wir ja schauen, wie weit der reicht. Wir können ihn jetzt halt wieder abbauen. Ja. Ja, er kommt an den Rand. Das muss reichen. Warte, ich überlade ganz klein wenig. Das macht nur Schaden. Macht nur Schaden, eben. Okay. Überladung macht nur Schaden. Ja, egal. Ist jetzt drauf. Passt. Ich habe auch noch 3 Punkte. Überladen. ich habe noch 145. Haben wir noch irgendwo einen halben Turm? Ja, ML. Ganz viele noch, nicht voll. Ja. Ach, das kann man für Minimap sehen, stimmt ja. Ja. Ach so, cool. Ja, ja, das ist ein grün, gelb, rot. So eine Art. Okay, wir haben 175, das reicht für keinen Turm mehr. 175 reicht für Gatling normalerweise. Aber wir haben da nur große Türme stehen, ne? Oh snap, are you okay? Hat Doppelsprung, ist zu blöd, ihn zu nutzen. Ja, dann machen wir den Blitzturm oder. Ne, den Drohnenturm. Oder ja. Okay. Hui. Also alle runter zum Kolossus. Mhm. In der Hoffnung, dass keiner dann da hoch muss, um den Kern zu beschützen. Ja, und wenn, dann verträgt er ja ein bisschen was, der Kern. Ich überleg grad. Der Kolossus hat auch nur die Schwachstelle hinten wieder, oder? Ne, an den Beinen war das. An den Beinen, genau. Das, aber. Der kann Flächenschaden, also Raketenschaden von überall kriegen, oder? Ja. Ich mach dann würde Schaden ich, von überall. Dann würde ich euch beiden raten, hier oben auf diesem Zwischenweg zu stehen. Zwischenweg. Weil, solange ihr die Kämpfer hier nicht angreift, laufen die gerne an euch vorbei, weil der Kern eine höhere Priorität hat.
Also wenn ihr eher hier irgendwo steht, seid ihr recht sicher. Ja, stimmt. Also wenn ihr mehr hier Richtung Mitte steht. Mhm. Ja. Ja, Marco soll schon unten stehen, weil wenn der einen Schwachpunkt trifft, das ist richtig toll. Die sind ja innen an den Beinen. Ja. Ich muss auch runter, weil ich von hier oben einfach keinen Schaden machen kann, weil die kleinen Wattekugeln, die ich da schieße, die kitzeln den so ein bisschen von außen. Trotzdem, die Beine treffe ich unglaublich schwer. Die sind so schwer zu treffen, verdammt. Naja. Ansonsten diene ich, also ansonsten wähle ich mich einfach als williges Strahlenopfer an. Sind wir bereit? Nein, sind wir nicht. Wir machen es trotzdem. Jetzt ein Safe State. Mhm. Das wäre cool, ja. Naja. Shift F1. Bringt mir aber gerade nichts. Ja, komm, Augen zu und durch. Nee, die Augen sollten schon offen sein. Und er kommt sofort. Of course. Ja, komm, zieh auf mich. Mach so super, mach so gut, mach so gut. Oh, okay. Ich hab's auch erwischt. Gleich einen Schaden nebenbei. Ich hab nicht darauf geachtet, dass du neben mir stehst. Du hättest den Pfeil sehen können, also den Strich sehen können. Okay, Entschuldigung, ich bin mit dem Kolossus beschäftigt, hab ich keine Zeit mit der Map. Nein, weg. Wo ist denn der? Der ist unten. Oh oh. Vorsicht, okay, jetzt geht's auf mich. Also mit meiner Rechtsklick-Attacke kann ich mal von vorne. Jetzt vielleicht hochspringen können, hätte er nicht den ganzen Turm zerstört. Oh, na, da hab ich nicht dran gedacht. Okay, die ersten kleinen kommen an den Kern ran. Aber das ist der stabilere Kern. Na, da ist ein Schwamm. Ein Schwamm, der praktisch voll lebendig ist, nicht anmerkt. Am Schwamm bin ich dran. Jetzt nicht mehr. Was macht der Kolossus? Ganz viel Mist macht der. Der ist fast beim Kern. Ich kann die Kämpfer gerade noch so abwehren. Kannst du nicht? Ja, gerade noch so. Ich helfe dir gerade mit. Muss dir da helfen. Komm, ziel auf mich. Er ist auf mich. Dem Kern geht's auch nicht mehr so gut. Der Kolossus ist am Kern. Okay, alle anderen sind richtig. Kolossus. Ja. Erzähl das mir. Zieh auf mich, verdammt. Zwei Angriffe haben wir. Jetzt nur noch eine. Nein! Ach komm schon! Das war so knapp. Ja. Oh, come on! Egal, Level 13. Natürlich hatte ich schon Level 13, meine Fresse. Ich nicht. Ich bin auch noch nicht 13. Immerhin. Habe ich denn einen Streulaser? Der könnte vielleicht helfen. Ich habe am meisten Schaden gemacht. Was? Nein. Tür mal ausschalten. Aber fast. Also ich hab Gegner daneben werden um 20% verlangsamt. Das ist toll. Wieso habe ich auf einmal die meisten Volltreffer? Weiß ich nicht.
Wieso hat Markus so der viel Türme ausgegeben? Das war eigentlich ich, egal. Ach, ich habe Rüstung gemacht, genau, so war das. Okay, also nochmal neu aufstellen. Ach, jetzt das Ganze nochmal, ey. Gott, Würg, Erbrech. Eigentlich habe ich jetzt echt die Motivation verloren, aber naja. Naja, komm. Die Map werden wir doch nur schaffen. Wie lange sitzen wir jetzt an der schon dran? Etwas um eine Stunde. Mhm. Ich nehme auf jeden Fall wieder Ding mit Betäubungskern. Ich glaube, ich bleib doch lieber bei Hagen. Alright then. Die Expositionsladungen lasse ich mal raus, weil die bringen doch nicht so viel. Jo. Ach. Aber ich weiß warum. Die normal kann, ich habe Scharfschütze drin. Erhöht den Schwachstellenschaden. Deshalb habe ich vielleicht das Schwachstellendringen gehabt. Der Streulaser schießt auf zufällige Ziele. Okay. Hat eine gute Feuerrate, gute Reichweite, macht auch nicht sehr viel Schaden. Schießt einfach irgendwo hin, oder wie? Mehr oder weniger. Einmal. Müssen wir mal ausprobieren. Ansonsten hat jeder Turm. Gut. So, Verstärkung. Stabiler Kern, ja. Explosionsladung bringt jetzt nicht viel. Überleg gerade, was ich, Ich finde es übrigens schön, wie bei Expositionsladungen einfach gar nicht dieser Joke mit dem Arrow to the Knee drin ist, ne? Mhm. Doch, total, aber gut, was nehme ich stattdessen? Den Schockkern können wir jetzt wirklich rausnehmen. Ne, der Schock ist schon praktisch. Schockkern? Ja, der Schockkern Erkenntnis ist praktisch. Ich finde die geil. Die hat sie ja erzählt. Eben, wäre die drin gewesen, hätten wir wahrscheinlich den Kerl sogar kaputt gekriegt. Ja. So, Phoenix wollte ich ja mit reinnehmen. Phoenix wollte ich auch mit reinnehmen. 15 Sekunden, ja, das. So, ich glaube, wir nehmen das. So, und ich nehme dann noch gegen jede Wahrscheinlichkeit. War das nochmal? Gegner in der Umgebung erhöhen den Schaden. Hm. Weil Hagen. Ach, du bist auch wieder auf Hagen zurück? Ja. Kannst du einfach besser leiden, oder wie? Ich komme mit dem besser klar als mit Speed und ich mache auch offenbar mehr Schaden mit ihm. Ja. Dusch. Geil. You won't kill me that easily. Gleicher okay. Aufbau wie letztes Mal oder komplett anders? Ein bisschen anders, weil wir anders, müssen es schaffen, dass, also teilweise war es wirklich gut, was wir hatten. An ein paar Sachen müssen wir echt arbeiten, weil ja. Zum Beispiel denke ich mal, sollten wir direkt hier oben um den kleinen Ring drumherum anfangen zu bauen, nicht erst unten. Ich glaube, wir zuerst angefangen haben. Ich meinte jetzt eher von der, wo sie hinlaufen, Taktik her. Nö, das lief gut, glaube ich. Okay. Viel anders können wir es auch nicht machen, weil die da unten können wir einfach nicht anders leiten. Ein bisschen anders können wir es vielleicht machen, wenn wir darüber nachdenken. Hui, ich bin im Nirgendwo. Und tot. Okay. Warte mit dem Schießen einfach noch ein bisschen, was ich möchte meinen Streulaser ausprobieren. Was der wirklich macht. Was ist das? Der Streulaser, offenbar. Der schaut sehr komisch aus. Ich weiß. Bist du aus wie eine futuristische Harfe? Irgendwie, ne? So eine Laserharfe. Mit drei Seiten. Auf Level 3. Wie kann ich den Bereitschaftsstatus wieder raus, ja? Würde noch grad zoomen. Oder ne, wir wollten ja da hinten eigentlich anfangen zu bauen. Als erstes hat nochmal den Knopf drücken, das ist wichtig. Ja, ja.
macht voll das komische Geräusch, das Ding. Was ist das? Macht so ein komisches Summen. Neuer Laser halt, ich höre es komischerweise nicht. Warte mal kurz, ich geh auch mal hin. Option noch einmal, weil es geht. Ich baue mal eine Kanone hier einfach hin. Ich bräuchte 100 für Level 3. Ach ja, das ist der Standard-Laser-Sound, der sonst überall dabei ist. Das geht ja schon. Kanone braucht noch 100. Ja, das ist schön, dass die Kanone noch 100 braucht. Das hält mich aber nicht. Ich hab kein Geld mehr. Was ich gerade sehe. Schaut mal. Was denn? Hier ist ein Punkt, um eine Passform zu setzen. Vielleicht für einen Slower oder so. Nee, macht hier keinen Sinn. Ja, ich weiß, aber ich habe nur gesehen, dass jemand das. Das könnte noch hilfreich werden, je nachdem, was man da hinstellen will. Eigentlich ist es nicht hilfreich, egal was man hinstellt, aber. Ja. Aber ganz ehrlich, ich glaube, unser Aufbau von gerade eben hier mit dem ganz viel auf diesen engen Raum gepackt war effektiv, oder? Ziemlich. Vor allem sehe ich gerade, wenn ich die ganzen Partikel und so ausschalte, ne? Dieser Ventilator. Von der Geschwindigkeit, in der er sich dreht, dürfte er eigentlich nicht mal eine Feder irgendwo hinpusten. Naja. Wenn du mal weiter weggehst, dann dreht er sich noch langsamer. Nein, er dreht sich mit über 60 Hertz. Deswegen sieht es aus, als würde er sich in eine andere Richtung drehen. Nicht mit über 60 Hertz, sondern mit. Was war das? Über 3600 Umdrehungen pro Minute, genau. Deswegen kann es auch so ausschauen, als würde ein Auto rückwärts fahren, obwohl es vorwärts fährt. Ja. Das weiß ich schon, aber. Weil dieser Stroboskop-Effekt. Macht es auch keinen Sinn, wenn ich auch sehe, dass sich dieser innere Bereich mit diesen ganzen Schrauben drin. What? Schnell in eine Richtung dreht. Und die Blätter flüssig langsam in eine andere Richtung. Ja, bei mir sind sie eben nicht flüssig. Mir sind sie flüssig. Gut, es kann dann sein, dass es bei dir einfach so eingestellt wurde. Ja. Weil du auf minimal spielst. Okay. Wenn du jetzt noch freundlich wärst, den Kanonenturm aufzupumpen. Ach, meine Güte. Ja. Wie gesagt, bitte erstmal zurückhalten. Ich möchte schauen, was der Laser macht. I'm ready. Ach so, wir bauen diesmal vorne gar nicht. Ja. Also später okay. Halt, Labyrinth